bevor jetzt weiter mit Frau Professor Nitz zu den prospektiven Daten aus Deutschland zur Plan B-Studie. Da sind wir auch schon gespannt, da jetzt das Aktuelle zu hören. Ja, meine Damen und Herren, ich war eben so ein bisschen überrascht über den Titel, dass wir noch deutsche Evidenz brauchen, wenn wir andere Evidenz haben. Aber Sie wissen ja, das scheint ein deutsches Psychogramm, dass wir das nochmal hier evaluieren müssen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich viel deutsche Evidenz. Dieses Slide hier habe ich Ihnen nur mitgebracht, weil ich denke, als Kliniker sind wir heutzutage an einem Wendepunkt, wo wir tatsächlich nochmal überlegen müssen, nicht nur über Chemotherapieindikationen. Ehrlich gesagt, wenn Sie den Vortrag von Herrn Mamounas richtig zugehört haben, dann müssen wir auch über endokrine Therapieindikationen sprechen bei Patienten mit hohem Recurrence Score. Die scheinen nicht wirklich zu profitieren. Letztlich, wir müssen über Lokalrezidiv- und Strahlentherapieindikationen sprechen. Aber wir sind am Anfang einer Diskussion, wo wir jetzt zum ersten Mal wirklich sinnvoll darüber sprechen können, ob wir bei manchen Patientinnen Chemotherapie weglassen. Wir kommen aus einer Ära von 30 Jahren Forschung, die immer Substanz A gegen Substanz B getestet hat und dann 2 bis 3% Vorteil gesehen hat. Das Ganze haben wir immer brav in die Meta-Analyse zu den Early Breast Cancer Trialists gegeben. Und man muss sagen, wir sind sehr erfolgreich gewesen, weil wir die meisten Menschen heutzutage gesund bekommen, die ein Mammakarzinom erleiden. Insofern haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben molekularbiologische Faktoren nochmal, wir haben eine ganz andere Einsicht in die Biologie dieser Erkrankung und wir können nochmal umdenken, was wir denn in den nächsten 10 Jahren machen werden. Im Moment verlassen wir uns auf eine Entscheidungsbasis, von der man sagen muss, sie ist nicht ganz sicher. Das heißt, wir haben hier zwar einen pathohistologischen Befund und wie der Deutsche sagt, wir haben das alles schwarz auf weiß, aber Sie müssen auch, wenn Sie es schwarz auf weiß haben, immer überlegen, wie hoch ist tatsächlich oder wie sicher ist Ihre eine Methode wie die Immunhistochemie zum Beispiel, wie sicher ist eine Methode wie das Grading zum Beispiel, wie sicher ist eine immunhistochemische Bestimmung vom Ki-67 und wie sicher ist zum Beispiel ein Daco-Herzept-Test, um vorherzusagen, wie die Herzeptinwirkung bei der HER2-Überexpression sein wird. Wenn Sie sich das anschauen, haben Sie hier doch ein sehr verschwommenes Bild von der Realität, wenn Sie Ihren Befund haben. Wir haben eine hohe Konkordanz heutzutage und das auf dem Boden von qualitätssichernden Maßnahmen in der Bundesrepublik, wo man sagen kann, die Östrogenrezeptoren und die Gestagenrezeptoren, die bei uns bestimmt werden, haben eine sehr hohe Konkordanz, ob Sie sie lokal oder zentral bestimmen. Beim Grading muss man ganz klar sagen, ist das nicht der Fall. Hier haben wir tatsächlich in 2/3 der Fälle haben wir Abweichungen zwischen zentral und lokal. Und wenn Sie sich anschauen, wie wichtig das für Ihre Entscheidungsfindung in der adjuvanten Therapie ist, dann müssen Sie hier ein großes Fragezeichen auf die Stirn bekommen. Der HER2-Faktor oder der HER2 im Daco-Herzept-Test ist mittlerweile, muss man sagen, in den meisten Teilen konkordant. Aber seien Sie eigentlich ein bisschen kritisch mit der Basis, auf der Sie sich entscheiden, wenn Sie normalerweise eine adjuvante Therapie indizieren. Nachdem die molekulare Klassifikation publiziert war, haben wir angefangen zu sagen, gut, wir finden Surrogatmarker in der Praxis für die verschiedenen Subgruppen. Und hier interessiert uns ein Kollektiv, was wir potenziell überbehandeln, nämlich die luminalen Tumoren. Und wir haben angefangen, luminale Tumoren in Luminal A und B-like zu klassifizieren anhand des Ki-67. Und auch hier möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, das sind Daten aus der ADAPT-Studie, die ganz klar zeigen, dass auch hier haben Sie Punktwolken, hier haben Sie keine schönen Geraden, die Sie letztendlich, wo Sie gute Korrelationen haben, sondern die Korrelationskoeffizienten hier sind nicht unendlich hoch zwischen lokaler und zentraler Pathologie, sodass Sie hier eine erhebliche Unschärfe weiterhin haben. Auch wenn Sie hier schon besser sind, zum Beispiel in der Detektion der Luminal A- und B-Typen, wenn Sie das in der Klinik anwenden. Wenn Sie schauen, was riskiert die Patientin, wenn wir Chemotherapie machen, dann muss man sagen, so ganz wenig Nebenwirkungen
akute und Langzeitnebenwirkungen werden wir hier nicht sehen. Wir haben jetzt 30 Jahre Forschung, wir wissen, was das tut. Wir wissen auch, was es tut mit älteren Patientinnen, dass sie nämlich eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität haben. Wir haben nach wie vor eine therapiebedingte Mortalität von etwa 1%. Wir haben eine Langzeitkardiotoxizität, das wissen wir aus den BCEC-Trials, von 10%, eine klinisch-symptomatische Langzeitkardiotoxizität. Wir haben viele Patientinnen, die wir infertil machen durch die Chemotherapie. Wir haben periphere Polyneuropathien, wenigstens 4%, die nicht persistieren. Und wir haben natürlich, was wir immer wieder sehen, anthrazyklin-induzierte Leukämien oder Sekundärkarzinome, die letztendlich den Nutzen der Chemotherapie begrenzen. Wenn Sie, und das haben wir bei der AGU Mama auch mal probiert, aber im Vorfeld zur MINDACT-Studie wurde das im europäischen Rahmen rumgeschickt. Wenn Sie versuchen, die Experten darauf festzulegen, ab welchem Cut-off-Point würdet ihr nicht mehr chemotherapieren, das ist die Basis der MINDACT-Studie gewesen. Damals hat man gesagt, okay, wenn wir 92% Überleben haben ohne Chemotherapie, würden wir sagen, das rentiert sich nicht, weil Chemotherapie ist ab diesem Punkt zu gefährlich für die Patientin letztendlich und die Nutzen-Risiko-Relation ist ungünstig. Patientinnen mögen das individuell letztendlich anders sehen, aber das ist so ein Cut-off Level, den wir hier in Europa für uns gefunden haben, wo wir gesagt haben, das ist die Basis dieser Studie. Nun haben wir, und das ist in Deutschland ein großes Problem gewesen, haben wir diese große retrospektive Evidenz gehabt aus den Studien, die Herr Professor Mamounas eben zum Teil vorgestellt hat. Und wir haben immer heftig daran rumkritisiert, weil Sie sehen hier, das sind 14% der Gesamtpopulation, es sind mal 28% in der B28, habe ich eben durchgerechnet, sind es mehr, es sind über 40%. Aber die große Frage ist, sind das repräsentative Subgruppen von diesen Studien, wo wir tatsächlich hier eine retrospektive harte Evidenz haben. Was man sagen muss, wir haben jetzt eine prospektive Evidenz und ich denke, dass wir tatsächlich hier sagen müssen, wir haben eine neue Ära, die für diese genomischen Signaturen und wir sind gezwungen, das in unseren klinischen Alltag zu integrieren und ein Maximum aus diesen genomischen Signaturen ein Maximum an Informationen für unsere therapeutischen Konsequenzen zu ziehen. Wir haben die Taylor-X, das haben wir eben gesehen, wir haben die MINDACT-Studie und wir haben die Plan-B-Studie, alles Studien, die mit großen Fallzahlen letztendlich nochmal das nachgeschaut haben, was aus den retrospektiven Daten der prospektiv randomisierten Studien des letzten Jahrtausends und Anfang dieses Jahrtausends da war. Was man sagen muss, ist, dass die Daten alle homogen sind. Also egal, ob retrospektiv, prospektiv oder Register, wir haben hier eine homogene Datenlage. Das heißt, dass auch das einen Einfluss auf die Evidenz hat und dass wir hier doch sehr davon ausgehen können, dass wir sichere Daten haben. Das ist die deutsche Version im Januar 2014. In unserer Leitlinienkommission haben wir uns hier drauf geeinigt. Das heißt, wir haben gesagt, wenn wir eine Gruppe identifizieren können, die eine Niedrigrisikokonstellation hat, dann braucht die keine Chemotherapie. Die große Frage ist immer, ob ein solcher Satz ausreichend ist, um einen Alltag zu bestreiten. Ich glaube mal nein. Weil die große Frage ist ja, wer hat denn so ein niedriges Risiko, dass man keine Chemotherapie braucht? Für eine genomische Signatur ist diese Frage beantwortet worden, und zwar für die MammaPrint. Hier haben wir die MINDACT gemacht in Europa. Sie sehen, dass hier insgesamt 6.600 Patientinnen eingegangen sind, fast 6.700 Patientinnen. Das ist eine der größten Studien, die wir in Europa je gemacht haben und eine der kompliziertesten gewesen, weil wir dazu frisches Gewebe brauchten für diese Studie. Und ich denke, es ist ein Riesenakt gewesen, diese Studie durchzuführen. Wir haben seinerzeit, und das wäre das klassische Design eigentlich gewesen, klassische Pathologie verglichen mit der Therapieentscheidung auf dem Boden einer genomischen Signatur. Sprich, wir haben hier Strategien untersucht. Wir haben keine Chemotherapie untersucht, wir haben nicht untersucht, ob man besser endokrin oder sonst wie behandelt. Wir haben eine Strategie untersucht und zwar war die Strategie, dass bei diesem Kollektiv
was klinisch als Hochrisiko eingestuft wurde und genomisch als niedrig, dass diese Patientinnen es auch sehr gut tun ohne Chemotherapie. Diese Patientinnen sollten ein 92% 5-Jahres fernmetastasenfreies Überleben haben. Dann wäre der Studiengruppe Genüge mit ihren Zielen Genüge getan. Man könnte dann sagen, diese Patientinnen brauchen keine adjuvante Chemotherapie. Das sind die Patientinnen, die hier eingegangen sind. Und Sie sehen da auch, dass es hier viele nodalpositive Patientinnen gibt. Viele luminale Tumoren, muss man sagen, 90%, das ist viel. Wir hatten hier sicher einen Selektionsbias in der Studie. Die Tumorgröße größer 2 cm und Sie sehen hier viele G3-Tumoren. Also das, was wir jetzt durch klassische Pathologie als eine Hochrisikosituation identifizieren würden. Diese Patientinnen wurden randomisiert für Chemotherapie versus keine Chemotherapie. Und diese Patientinnen haben sich tatsächlich auch an das Studiendesign gehalten. Das heißt, es wurden 89% und 85% der Patientinnen per Protokoll behandelt letztendlich. Sie sehen, dass ein kleiner Teil hier HER2-positiv war. Die haben nach der Laufzeit oder nach Beginn der Studie Trastuzumab bekommen. Was kann man aus dieser Studie im Moment an Daten nehmen? Der primäre Endpunkt dieser Studie ist gerade zum Review beim New England Journal of Medicine und wird dort wahrscheinlich noch in diesem ersten Halbjahr 2016 publiziert. Sie sehen, es geht hier letztendlich um 644 Patientinnen, bei denen man sagen kann, das fernmetastasefreie Überleben nach 5 Jahren ist 94,7%. Das heißt, der primäre Studienendpunkt ist erreicht. Das macht insgesamt 14% der Gesamtpopulation aus, sodass sie diesen 14% die Chemotherapie letztendlich ersparen können. Von der Hochrisikogruppe macht es 46% aus. Das heißt, das ist nicht die Welt, aber man muss sagen, es ist eine ganze Menge, was wir dort erreicht haben. Und ich denke, dass das schon eine wichtige Botschaft ist, die wir in unseren Chemotherapieambulanzen verbreiten müssen. Nun haben wir eigentlich, nachdem die MAIA-ENDECK begonnen hatte, 2-3 Jahre später eine Studie angefangen, die primär mal als Chemotherapiestudie gedacht war. Das ist die Plan-B-Studie, die ein anthrazyklinfreies Regime bei der HER2-negativen Patientin letztendlich überprüfen sollte. Und wir waren damals eigentlich davon überzeugt, dass wir schon jetzt mit Chemotherapie Patientinnen überbehandeln. Und dass wir hier eine Untergruppe definieren können, von der man sagen muss, hier brauchen wir vielleicht keine Chemotherapie. Das sind Patientinnen, die einen Recurrence Score unter oder gleich 11 hatten und 0 bis 3 befallene Lymphknoten. Ich zeige Ihnen gleich noch die Demografiedaten dieser Patientin. Und Sie werden sehen, dass wir einen erklecklichen Anteil von nodal positiven Patientinnen hatten. Das heißt, wir haben hier auch für eine neue Untergruppe prospektive Evidenz. Wir haben seinerzeit, genau wie in die ADAPT-Studie, hier Patientinnen eingeschleust, die eine klinische Hochrisikosituation haben, also entweder nodal positiv sind oder letztendlich hier nodal negativ mit Zusatzkriterien. Und wir haben seinerzeit, als wir die Plan B machten, ein Riesenproblem gehabt, als wir den Oncotype-DX angeboten haben. Sind wir mit den Randomisierungen nicht mehr nachgekommen, weil einfach in Deutschland 2009 dieser Test eigentlich nicht klinische Routine war und die Patientin im Rahmen dieser Studie diesen Test bekommen konnte. Das heißt, wir haben deutlich mehr Patientinnen getestet, über 3.500 Patientinnen sind getestet worden im Rahmen der Studie und 2.400 nur sind für die Chemotherapie-Fragestellung randomisiert worden. Das sind die Patientinnen, die hormonrezeptorpositiv sind in der Studie und von denen wir hier die demografischen Daten haben. Schauen Sie, das sind 59% dieser Patientinnen sind nodal negativ, das heißt, die übrigen sind nodal positiv, wobei die nodal fortgeschrittenen Stadien hier N2 und 3 nur 6% der Patientinnen ausmachen. Wir haben hier ganz homogen zu den amerikanischen Daten, eine Subgruppenverteilung nach dem Recurrence Score, wo wir 17,4% der Patientinnen haben, die eine Low-Risk-Situation haben, einen großen Anteil haben, die eine Intermediate-Risk-Situation haben
und ein Fünftel etwa der Patientinnen, die eine Hochrisikokonstellation haben, wo Chemotherapie-Indikation keine Frage ist. Ich denke, dass eigentlich wirklich neu hier sind diese nodal-positiven Patientinnen, weil für die nodal-negative Patientin haben wir schon die prospektive Evidenz aus dem Taylor-X-Trial. Nun, was ist passiert? Hier sehen Sie nochmal die Cut-Off-Werte. Sie wissen, dass der kommerzielle Cut-Off bei 18 liegt. Den haben wir damals nicht gewählt zu Beginn dieser Studie, weil wir sehr, sehr konservativ waren und eigentlich niemanden zu Schaden kommen lassen wollten. Die Botschaft Chemotherapie weglassen war 2009 eine wirklich noch gefährliche. Da haben wir noch gar nicht dran gedacht, so oder so liberal darüber nachgedacht, wie wir das heute tun. Sie sehen einmal hier, wir haben nie geguckt, wie haben die Patientinnen das empfunden im Rahmen dieser Studie, aber man muss sagen, die konnten für keine Chemotherapie optionieren, die mussten das nicht. Da haben wir drauf geachtet und nicht nur wir, sondern auch die zuständige Ethikkommission hat das getan. Es haben sich aber im Rahmen des Protokolls 86% der Patientinnen dazu entschlossen, mit dem niedrigen Recurrence Score keine Chemotherapie zu machen. Und wir haben uns einige Jahre lang gefragt, ob wir das so richtig gemacht haben. Sie sehen auch, dass hier letztendlich die Dropout-Rate für die Untergruppen unterschiedlich ist. Bei den nodal negativen Patientinnen haben wir hier eine 25% Dropout-Rate. Das heißt, diese Patientinnen haben ihr Ergebnis bekommen und haben dann gesagt, naja, ich habe keinen einen Lymphknoten befallen und tut mir leid, ich lasse mich nicht randomisieren in die Studie, ich gehe nach Hause. Das war für uns sehr bitter, weil normalerweise die Dropout-Raten in den deutschen Studien liegen irgendwo zwischen 5% und 10%. Und das macht eine komplette Studienkalkulation sehr schwierig, wenn diese Raten plötzlich so ansteigen. Von den nodal-positiven Patientinnen, und das reflektiert wahrscheinlich Patientinnen-Meinung und aber auch Therapeuten-Meinung, muss man sagen, sind weniger, die sich nicht haben randomisieren lassen für diese Studie. Und ich glaube, da haben wir doch eben noch die Daten gesehen, dass wir hier unabhängig vom Nodalstatus tatsächlich nochmal eine sehr wichtige biologische Zusatzinformation haben. Das hier ist das, was wir in der Plan B letztendlich hier als sehr wichtiges Resultat für den Alltag diskutieren. Und ich glaube, Sie wissen alle, dass im ASV die genomischen Signaturen zur Verfügung stehen sollen und dass wir hier tatsächlich diskutieren, für wen sollen wir sie denn tatsächlich hier zugänglich machen. Die große Frage ist, wenn wir in Deutschland eine gute Ki-67-Bestimmung haben, was machen wir dann tatsächlich mit diesen Tumoren, wenn wir sie mit dem Recurrence Score nochmal klassifiziert haben oder wenn wir die klinisch-pathologischen Kriterien vorliegen haben. Wen testen wir? Das ist die große Frage, wer sollte getestet werden? Wenn Sie Herrn Glutz jetzt fragen, dann sagt er Ihnen, hier fängt man an, weil bei zwischen 20 und 30 haben Sie die meisten Abweichungen, wie Sie sehen. Das sehen Sie in Rot, Orange, Gelb und Grün letztendlich. Wenn Sie eine kritische Patientin sind und die kommt und möchte eine Second Opinion und sagt, wie hoch ist denn eigentlich meine Chance, zum Beispiel, wenn ich einen Tumor habe, wo ich einen niedrigen Recurrence Score habe und einen niedrigen, oder wenn ich einen niedrigen Ki-67 habe, wie hoch ist meine Chance, dass ich doch einen aggressiven Tumor habe? Und da sehen Sie, dass Sie da ungefähr 8% haben. Beim Ki-67 zwischen 10 und 19 sind es 12%, wo Sie heute schon sagen würden, oh, muss man gucken. Bei 20 bis 29% sehen Sie, dass wir hier schon fast 30% der Patientinnen haben, wo wir einfach klinisch relevante Abweichungen haben. Sie sehen aber andersrum auch, wenn Sie eine Patientin hier anhand des Ki-67 als eine High-Risk-Patientin klassifizieren, dann haben Sie auch hier nochmal eine ganze Gruppe, die nicht High-Risk klassifiziert ist im Oncotype DX. Das heißt, wir gucken jetzt im Moment auf die prognostische Information, die wir haben durch diese Tests, aber es kann durchaus sein, dass wenn die Ergebnisse der Taylor-X-Studie vorliegen mit über 12.000 Patientinnen, dass wir auch nochmal gucken müssen, ob wir nicht komplett regruppieren müssen unsere adjuvanten Chemotherapien und gucken müssen, ob nicht diese anders behandelt werden müssen und diese anders behandelt werden müssen. Das heißt, wir
denken jetzt über Übertherapie nach, aber in den nächsten Jahren müssen wir auch meiner Ansicht nach uns der Frage stellen, ob es nicht auch untertherapierte Patientinnen gibt. Wenn Sie jetzt die 5-Jahres-Daten von der Plan B sehen, dann muss man sagen, ist uns allen ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir haben diese 18% Studienpopulation zu Recht nicht chemotherapiert. Das heißt, im Rahmen dieser Studie ist überhaupt kein Mensch zu Schaden gekommen. Allenfalls sind Patientinnen zu Schaden gekommen in der Intermediate-Risk-Gruppe hier, die ein Überleben hat von 94%, die alle Chemotherapie erhalten haben. Und wenn wir das uns angucken, we had central pathology for these patients with key 67 values and we would have grouped about 40% of these intermediate risk patients as luminal B tumors. Ja, wir hätten etwa 40% dieser Frauen, auf jeden Fall hätten wir sie als luminal B Tumoren identifiziert. Das heißt, würde jeder Deutsche aufspringen und sagen sofort Chemo, 4 Kurse EC, 12 Kurse Paclitaxel. Die sind rausgekommen mit dieser Chemotherapie bei 94% und ich denke, da und bei diesen Patientinnen haben wir in der ADAPT einen ganz neuen Weg gefunden, hier Chemotherapie-Indikation zu reduzieren. Die Hochrisikogruppe nach Oncotype DX ist tatsächlich auch eine Hochrisikogruppe, muss man sagen, weil sie hat ein 5-Jahres-Überleben von 84% und das ist signifikant schlechter als die beiden anderen Arme. Was man sagen muss, insgesamt zusammenfassend, wir haben ein exzellentes 5-Jahres-Überleben für unsere Gruppe mit dem niedrigen Recurrence Score, der unter 12 liegt, die unabhängig vom Nodalstatus, wenn Sie das trennen zwischen Nodal negativ und Nodal positiv, haben Sie in beiden Gruppen 94% Überleben nach Disease-Free Survival nach 5 Jahren. Das heißt, diese Patienten braucht man nicht chemotherapieren. Wir haben eine große Gruppe, über die wir uns Gedanken machen müssen, die ganz sicher, wo viele übertherapiert sind und wo wir uns in den nächsten Jahren, wenn Taylor X publiziert ist und wenn die ADAPT diese Ergebnisse generiert, nochmal Gedanken machen müssen, wie gruppieren wir diese Patientin sinnvoll um und wem geben wir Chemo und wer hat Vorteil von endokriner Therapie. Dann haben wir eine große Gruppe von hohen Hochrisikopatientinnen, die tatsächlich schlechtes Outcome haben und wo wir ganz dringend eine Chemotherapie haben, wo wir annehmen, dass diese Chemotherapie auch tatsächlich wirksam ist. Wir müssen sagen, dass unsere klassischen Prognosemarker letztendlich auch in der Plan B-Studie und in der ADAPT-Studie, dass wir da doch große Diskordanzen haben und dass wir tatsächlich auch Diskordanzen haben zwischen dem Oncotype DX und dem, was wir als Luminal A und B bezeichnen würden, wenn Sie das Key 67 zur Hilfe nehmen und wir haben hier eigentlich die Qualität, die wir derzeit in Deutschland abbilden können. Und letztendlich muss man sagen, die höchste prognostische Aussagekraft hat hier in dieser Studie der genomische Assay gehabt, der Nodalstatus natürlich auch und das Grading letztendlich auch. Und ich glaube, dass Sie hier tatsächlich, wenn wir das anschauen, was auf dem Boden der Plan B-Daten passiert ist, nämlich dass wir hier den Evidenzlevel anders bewertet haben, und zwar mit einem 1A-Level, dass wir dann sagen müssen, und in Zusammenschau mit den Taylor-X-Daten, in Zusammenschau mit den über 40.000 Frauen aus der CIRS-Datenbank, die aktuelle Chemotherapie-Regime bekommen haben, denke ich, dass sie heutzutage eine Aufklärungspflicht gegenüber ihren Patientinnen haben und dass wir tatsächlich hier letztendlich diese Patientin darüber aufklären müssen, dass es neue prognostische Tools gibt, dass wir tatsächlich ein Tool haben, was gegebenenfalls prädiktiv nochmal ist und dass wir hier doch das Problem haben, dass wir Übertherapie letztendlich haben, dass wir neue Evidenz haben, seit diesem Jahr, dass die MINDACT, dass sie 46% der Patientinnen, die eine klinische Hochrisikokonstellation haben, die Chemotherapie erspart, dass wir mit der Plan B eine Studie haben, die die prospektive Evidenz aus den USA tatsächlich bestätigt. Das heißt, dass der Test funktioniert auch hier, auch wenn unsere Pathologen da primär nicht involviert waren.
und dass wir tatsächlich schon heute etwa ein Fünftel unserer Patientinnen sicher die Chemotherapie ersparen können und dass wir vielleicht dies noch weiter steigern können mit bis zu 60% der Population, wenn wir die ADAPT-Daten sehen und wenn wir die Intermediate-Gruppe sehen, die sich da wahrscheinlich so ein bisschen teilen wird. In der Intermediate-Gruppe, da haben Sie gesehen, dass wir die ADAPT-Studie als Folgestudie angeleiert haben und ich glaube, wir haben dort ein sehr intelligentes Konzept, in dem wir die endokrine Sensitivität am Anfang überprüfen und dann doch irgendwo sagen können, wer profitiert von der endokrinen Therapie und braucht vielleicht keine Chemotherapie. Und ich glaube, dass wir heute sagen müssen, dass wir zwar eine super Pathologie haben in Deutschland, dass wir aber jenseits dieser Pathologie, die wir in Deutschland haben, schon heute eine biologische Information haben über den Tumor, die wenigstens so wichtig ist wie die klassische Pathologie bei der Entscheidung zur adjuvanten Therapie und insbesondere zur adjuvanten Chemotherapie. Und ich glaube, dass in der Zukunft tatsächlich solche Regrouping-Effekte haben werden, dass wir sehen werden, wir haben falsch klassifiziert, dass unsere Tools natürlich sich nicht ändern werden, aber dass wir Chemotherapie in 10 Jahren bei anderen Patientinnen machen werden, als wir es jetzt machen und dass wir dann mit weniger Toxizität und mit weniger Chemotherapie wahrscheinlich dieselben Ergebnisse erreichen werden, wenn nicht gar besser. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.